Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront 2. Die Musik hat richtig gut gerade gepasst. Guck mal, wir haben ungeöffnete Kisten. Jetzt mal öffnen. Erstmal tägliche Kisten. Scheint schon wieder irgendwie was passiert zu sein, dass ich irgendwelche Eventkisten oder so bekomme. Boah, Duplikat. Bleh. Fix ist aufgespielt. Bitte Entschuldigung. Hier sind einige Credits wegen der Unannehmlichkeiten. Okay, ja. War ja auch unverschämt, ne? Welche Unangenehmlichkeiten, bitte? Worum geht's hier? Server irgendwie geupdatet oder so? Ich wollte es nochmal so sagen. Vollstreckertraining. Für jeden besiegen eine geringe Menge Gesundheit. Okay. Kylo Ren, TIE Silencer. Warte mal hier. Jeder Kill mit Schulterangriff reduziert die Ladezeit. Ja. Alles, was mit jeder Kill irgendwie beginnt, ist schon direkt für mich hier. Okay. Weg. Feiere Freundschaft mit diesem neuen Emote. Heute ist auch Valentinstag, ne? Vielleicht deswegen. Was kriege ich dann für eine Emote? War vom Moment noch mal. Ich glaube, das hat Han Solo mal gesagt. Jetzt nur wisst ihr, in welchen Film. Ich glaube, den neuesten. Der geht aber nicht. Spoiler. Ich meine, den Dings hier. Wachen der Macht. So. Gibt keinen Grund, das nicht auszurüsten. Vor allem, weil ich mich mal entschieden habe, wieder ein Dings zu spielen, ja. Raumjäger, also in diesem Part, also ja, gut. Ja, wenn wir schon dabei sind, gucken wir mal, was ich machen muss. Hier so zeitlich begrenzt: 10 Gegner mit einem Helden mit Blaster besiegen, 3 Runden Angriff abschließen. Er ist immer so verlockend, ne? Ein Tag, 2 Stunden, 2 Stunden, 23 Minuten. Ein Helden mit Blaster besiegen. Warte mal, 10 Gegner mit einem Helden mit Blaster besiegen. Ja, also Han Solo 10 Leute töten, ne? Okay. Ja, lass mal, ich brauche kein Geld. Mein Gott, Dingens. Raumjägerangriff. Sternenjägerangriff. 1000 Mal Entschuldigung. Können auch Angriff spielen, aber können wir vielleicht im nächsten Team machen. Im nächsten Part, im nächsten Team. Thunder. Angriff, da war wieder Dingens, ne? Boah, ich komme ja gleich noch mal an. 3 Runden gewinnen oder 3 Runden spielen einfach nur, ne? War mal, glaube ich, letztens schon gemacht. Genau das gleiche, ne? So, mein Ziel für heute ist, ich werde mal, weiß ich nicht, 3-4 Parts heute mal aufnehmen, damit ich auch mal wieder anständig was zum Hochladen ab. Und mein Ziel für heute ist es wenigstens, ich habe gar nichts ausgerüstet. Ja, gar nichts. Ne? Hierfür habe ich was. So, mein Ziel ist es für heute Level 10 zu erreichen. Gewährt dein Ständig ein Tempo Boost, ja. Kannst du lange nicht mehr verlieren. Okay. Geht schon. Jetzt mal gucken, wie man noch mal fliegt, ne? Eine Staffel Y-Flügler ist aufgetaucht. Sie dürfen ihren Bombenangriff nicht abschließen. Bombenangriff? Bombenangriff, Bombenangriff. Mach's gut. Nein, nicht du. Vielleicht mal abbremsen, ja. Y-Flügelbomber kommen durch. Sie müssen aufgehalten werden. Boom. Alle Blockadebrecher der Rebellen sind zerstört. Wir haben Gewinn. Ah, nö. Also ich bin nicht am Gewinn. Ja, 1200 Angriffskraft. HP. Dann müssen wir jetzt erledigen.
Aber wir müssen irgendwas beschützen, haben wir schon verloren. Ich bin besiegt. Guck mal, die müssen noch. Wir haben noch 125. Wie sollen wir denn das schaffen? Guck mal, Ding ist schon leicht kaputt. Ja. Du verfolgst jetzt nicht mich, ne? Ha, habe ich ausgetrickst, der Officer. Oh. Ja, guck mal, wir sind schon ja voll am Verlieren. Ja, was das angeht. Ja, wir müssen jetzt einfach nur Gegner erledigen, ne, damit die welche verlieren im Laufe der Zeit, ne? Oh. Muss doch gar nicht auf mich losgehen, muss doch nur die Dinge hier erledigen. Oh Junge, lass mich doch mal irgendwas machen. Na nun, er ist schon da drin und macht uns fertig. Haben wir verloren. Wird er mal verrecken? Boah, ich kann keine Raketen einsetzen, weil die mich geschockt haben. Oder was, ey. Das gibt's doch einfach nicht, ey. Ey. Da wieder irgendwas beschützen, geil. Wenn man irgendwas beschützen muss, dann hat man sowieso schon verloren, ne? Irgendwas kaputt hauen ist irgendwie einfacher als zu beschützen. Das ist der Millennium-Zweige, den mach ich platt. Boah, Junge, lass mich doch mal irgendwas machen hier. Ich habe nicht irgendwie Schilde oder so kaputt zu hauen. Dessen ballern die auf den los, irgendwie der hier sowieso nichts ändern kann. Finger weg von dem. Boah, willst du mich auf den Arm nehmen? Ey? Boah, was ist denn los, Mann? Wie oft bin ich jetzt hier schon verreckt? Ja, ich habe eigentlich was getötet, ey. Junge. Ja, auf mich zu schießen, Mann. Da sind welche echt auf mich fixiert, kann das sein? Aha! Noch andere Leute hier, die man abknallen kann. Aber wie schlagen wir uns? Sind wir am Gewinnen? Nee, ne? Ja, Millenniumsfalken, ne, sind wir noch am Rumpfschwirren. Den schnapp ich mir. Ach Mann! Ah. Ja, die müssen nach unten jetzt das Ding anknallen, ne? Oh. So mal ein anderes Ding, ne? Vielleicht hält das irgendwie nur so wenig aus, oder wie? Ich verreck doch schon ein bisschen oft und ein bisschen schnell. Aber wir sind voll am Verlieren. Die Energieklammern zu deaktivieren.
Oh mein Gott. Was ist das? Ja. Also anstatt von mir kaputt gehauen zu werden, fliegt er lieber irgendwo rein. Ich bin noch nicht mal Computer gesteuert hier. Kaputt. Wir sehen aber echt immer erst den Falschen an, ne? Ich amüsieren will. Ja, genau. Verpiss dich. Was? Boah. Ja, ist auch vollgebracht, ne? So viel dazu, hatte ich heute Level 10 erreichen will. So, das waren 10 Minuten. Geil. Nicht mal. Wohl, ne. Also gleich, ne? Alle Sternenjägerklassen spielen 10 Minuten. Einsatz hier zerstören. Abfang hier, ich habe erst einen besiegt. Ich habe erst 4 besiegt, ey. Gibt's doch einfach nicht. Alles klar. Ja, versuchen wir noch mal. Du kannst ein aktuelles Ziel nicht mehr verlieren und die Zeit bis zur Zielfassung ist verkürzt. Außerdem wird das Ziel enthüllt und es erhält zusätzlichen Schaden. Also meine mit erfassten allgemein mit Raketen oder hier mit den normalen Schüssen? Oder beides? Hier schnapp ich mir. Schon wieder erst auf das andere Ding. So, sehr gut. Sagen kaputt und das kann ich. Mehr oder weniger. Und vielleicht den hier steuern. Weil mehr Schaden. Wollte schon sagen, das hat ihn abgestürzt. Wenn jetzt noch wissen wir die ganzen Sachen aber machen. Boah, dann knall erst das Ding ab, ey. Hey. Vor allem jedes Mal, wenn ich verrecke, verlieren wir ja einen, ne? Das ist halt schlimmer. Ja, schon hatte ich mich gleich irgendjemand abknallt. Nicht auf den Mann, boah. Ich tue einfach die ganze Zeit meine Heilfähigkeit einsetzen. Da habe ich irgendwas kaputt gemacht. Aber da oben kaputt gemacht. Also auch was, ne? Mal den hier. Guck mal. 40, 38. Guck mal, wie schnell die uns hier kaputt hauen. Reiche ich dich? Nee. Ah, schaden. So. Aber du bist. Bleibst du gefällt hier? Was ist das? Ich habe mal jemanden getötet, sehr gut. Schieß doch! Ah! Warum hat er nicht geschossen, Mann? Ich bin so
weil ich das nicht irgendwie erledigen müssen, aber ja, der kommt auf mich los. Ich sehe das schon. Guck mal, da ist was viel schmackhafteres. Schieß doch das mal ab. Sehr gut. Schon wieder der gleiche. Ist wahrscheinlich nur ein Bot, ne? Hat so einen random Namen irgendwie. Der war aber ein Spieler. Da, worauf muss ich jetzt ballern? Auf unsere, ja. Bombenangriff, Bombenangriff. Lass dich von der Macht durchdringen. Luke? Bin ich ein Skywalker? Gehen wir mal ganz chillig hier durch und ballen alles ab. Wir müssen uns das Ding noch abknallen. Okay, kannst nur Helden steuern, ne? Aber wenn die alle besetzt sind, wahrscheinlich nicht, ne? Okay. Yay. Weil die sind so kacke zu treffen anscheinend. Sehr gut. Ah, das wird. Oh. Och Mann, ehrlich. Die sind alle besetzt wahrscheinlich, ne? No, ich bin Luke. Suche nach Zielen. Obi-Wans Führung. Okay, cool. Ich als Luke, das kann doch nur gut gehen. Bloß nicht irgendwo gegenfahren. Wir haben eine Gruppe von Y-Flüglern verloren. Beschützt die Bomber. Ich glaube, ich warte, bis ich wieder Obi-Wans Führung ab. Komm schon! Verdammt. Das. Also mach ich mal das letzte verkackte Ding kaputt, ey. Für meine Verhältnisse bin ich sogar gar nicht schlecht, ey. Boah, eine Ding ist auch richtig beschissen platziert, ey. Ich bin mit dem Hyperraum gegen das Ding geflogen. Genau. Eine Ding ist aber auch blöd zu erreichen. Nur so ein paar random Schiffe. Komm schon. Oder Level 10 erreicht. 5 Punkte für nächsten Rang. Wann? Vertraue dein Gefühl. Nee, vertraue der Macht. Okay. Ach, da war was anderes, okay. Endon, Todessterntrümmer. Alles neue Level für mich. Ach Mann, da wollte ich nicht. Nehmen wir die. Einfach nur, weil ich hier für was habe. Also der Widerstand der Primärwaffen gegen Überhitzung. Damit ich noch schneller ballern kann. Öfter meine ich. So, müssen wir machen. Nachher waren wir da, glaube ich, schon mal. Wenn die
Hey, das ist auch ein Let's Player. Ja, mach mal einfach Hit and Run. Wir gehen ein, ballern mal kurz drauf. Und dann gehen wir wieder. Ah! Habe ich gar nicht gesehen, das Teil. Mann. Echt gut, dass ihr irgendwie so nah an uns heranfliegt. Ach man, am Schaden, lass mich in Ruhe. Oh, Bomber. Halten die mehr aus? Bitte sag mir, die halten mehr aus. Ich wäre kurz jeder feindlichen Zielabfassung. Ah, cool. So, wie du ziehst auf ihn. Oh, Mann, ich wollte gar nicht auf den Mann. Dun, 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 dun. Danke. Ich mach auf das richtige gezielt. Ich ball auf das Ding, ne? Immer noch meine Raketen abgeschossen, sehr gut. Ja, das war wichtig für mich. Ja, wir sind sogar halbwegs gut drin. Werde ich auf der Karte angezeigt, wenn ich einen Teilbomber spiele? Ich hoffe ja nicht, ne? Oder fliegt so weit weg, ey. Nur noch einer. Mal schauen. Warum klingen wir so böse? Ich weiß, wir sind die erste Ordnung oder ein Imperium im Moment, aber trotzdem. Da kann man auch ein bisschen freundlicher sagen. Nur noch einer. Ja, was sie sich irgendwie in den Schritt fährt, ja, sagt. So stelle ich mir halt vor. Ich habe null gekillt. Ey. Ach du meine Güte. Worauf muss ich schießen? Ach du meine Güte. Ach, ich habe aber gesehen, meine Raketen sind ganz schön schneller hier erfasst. Stimmt. Dann soll ich die? Boah. Nur auf so Kack-Dinge schießen, lass mich in Ruhe. Alle Systeme bereit. Mine zerstört. Du. Hey. Okay, wenigstens. Ja, ich sehe es. Ja. Was den abgehängt? Gut gemacht. Oh, da ist noch einer. Buff. Hey. Eingekillt. Teamkill war das, aber ja, nicht Teamkill. Er kommt noch, wenn ich meine eigenen Teamkollegen erledige. Aber da ist schon einer. Ich sehe einen.
Du bist abgestürzt. Ich hab's gehört. So, hit and run, hit and run. Niemand sieht mich, weil ich so schnell bin. Was ist das? Ha, meine Rakete habe ich trotzdem abgeschossen. Was machst du jetzt? Aber wir haben auch gute Chancen gerade zu gewinnen. Also diese Runde wenigstens. Jetzt bitte nicht laggen. Ja. Noch zwei Minen übrig. Noch zwei. Hey. Hat ein bisschen geleckt irgendwie. Oder bin ich mir nur ein? So, Slave One. Boba Fett. Ich bevorzuge keine Seite. Ich kämpfe für jeden, der mich bezahlt. Okay. Hey, was geht, na? Das war ein Treffer. Ich welche erledigt, sehr gut. Ich hab ein paar erledigt damit. Das Gebiet ist sicher. Ja. Ich habe ganz schön viele damit erledigt. Sehr gut. Ja toll, was jetzt? Einfach ich natürlich so wieder, ist klar. Ja, hab mein Geld bekommen, jetzt hau ich ab. Tschüss. Der Mac 80. Achso, ich dachte, das ist ein neuer Burger. Und dann ziel eben auf das. Ich krieg die Krise. Tschüss. Komm schon. Verpiss dich. Ah! Ah! Wo ist das? Irgendwie lebe ich noch. Wie lebe ich noch? Boah, auf zu lecken. Schieß das Ding ab noch mal. Wie habe ich das hier alles überlebt? Alter, was war das? Was war das denn, ey? Voll der Siegesrun, ey. Mal gucken, wie nah der ist. Oh Gott. Noch mal. Da. Ah! Ja, da bin ich irgendwie schon zu oft an dem vorbei geflogen. Ja. Ach schon wieder. Ging das Ding gefahren, ey. Den Mac 80 angreifen. Doch gar nicht mehr so viel AP, oder? Wir sehen uns wieder, mein Freund. Ach so, wir müssen Schilder erledigen und dann. Aktiviert weiter die Sensoren an ihrem unteren Rumpf. Das legt ihre Verteidigung lahm. So, Mann, ich dachte die ganze Zeit, boah. Weil deswegen tue ich die Geschütze ausstellen, ey, weil die mich immer abknallen. Aber wir liegen eigentlich gut im Rennen, finde ich. Boah. Sag mal, die Kackraketen, die tun jetzt mal Sachen an, wir sehen, die ich gar nicht angesehen will. Ich starr wie blöd auf das Ding. So, da war voll ich. Dankeschön. Wieder einer weniger. Mann, kann ich mal aufhören, überall gegen zu fliegen?
Ey, Junge, na komm schon, da wird Fahrt rennen ja gerade, sehe ich. Die ganzen Trümmer hier, die vermischen sich irgendwie mit dem Hintergrund, ey. Boah, Junge. Er hat schon wieder gemacht, die Rakete, ey. Also, komm schon. So ein bisschen Schaden geht doch noch. Von denen schon wieder. Ein paar Sekunden und wir sind Geschichte. Gewonnen? Nein. Mann, ehrlich. Meine Runde kriegen wir noch. Die Schlacht ist verloren. Ist auch kacke. Da war ich noch halbwegs gut, ey. Das ist ein Let's Play, Alter, mit dem LP am Ende. Genau wie ich. Und der ist wahrscheinlich bekannter als ich. Rangaufstieg, Rang 10, geil. Okay, sie mit einem Heldenschiff der dunklen Seite erzielen. Okay. Ah, okay, Boba Fett, Jango Fett. Ne, Boba Fett. Mach ich immer noch nicht. Ja, okay, ich habe Assist Kills noch bekommen, ne? Der Todesstern ist weg, aber die imperiale Flotte darf nicht entkommen. Okay. Ja, mit welchen habe ich denn jetzt noch nicht 10 Minuten? Jetzt kann ich auch ein paar Sachen aufballern, ne? Ne, das hier wahrscheinlich nicht. Ja, hier wahrscheinlich nicht. Okay. Schilder aktiviert. Die Teiljäger greifen unsere Blockadebrecher an. Verteidigt sie. Wir halten das Imperium hier auf. Alles klar. Wieso klingen wir auch so böse? Weiter alle, ne? Komm schon. Hey. Zum Glück verlieren wir ja nichts, wenn wir irgendwie drauf gehen. Also an Einheiten. Und der Ärger ist Danilo. Mr. Danilo. Und ein Gegner, komm schon. Hallo? Wo seid ihr alle? Was ist das? Paranoisch. Paranoid. Den habe ich zersägt. Diese Teilbomber dürfen ihren Angriff auf keinen Fall abschließen. Ja, ausgerechnet jetzt tun natürlich wieder. Oh. Den ganzen Gegner hier. Start. Heilung, Heilung, danke. Okay. Der Computer gesteuerte? Ich glaube ja. Hey Junge, 99 haben die noch, will sie mich auf den Arm nehmen. Fristat. Fristat. Und Fristat. So. Wenn ich der Leiche, den ich schon vorhin die ganze Zeit erlegt habe. Also die ganze Zeit. Auf dem besser doch war aber 6 Kills, das geht doch noch. Also tun noch ein paar von ihnen erledigen.
Was ist das? So. Na, 10.000 AP, ja genau. Wir haben noch 10 erledigt, bevor ja die nächste Mission kam. Das liegt unten, oder? Start. Mann! Ich halte sich wieder hoch. Seid ihr alle kommen? Nix da, ich heile mich. Was jetzt? Wenn ich mal Gegner hier sehen könnte, ne? Ah, pisst euch. Ah, habe ich noch erledigt. Das sind computergesteuerte Gegner. Okay. Gut, dann weiß ich auch, was ich draufballern muss. Wir raten, die tun irgendwie voll extrem viel Schaden machen. Wenn wir den nicht erledigen, dann kriegen wir auf die Fräse. Los. Wow. Ihr müsst wohl ohne mich weitermachen. Alles klar. Komm schon! Heute stehen Sie einem Jedi gegenüber. Drei Bomber tun in 5 Sekunden auftauchen, habe ich gerade gelesen. Ich habe echt Probleme, die Gegner hier zu sehen, ey. Vermischt sich alles so mit den verkackten Trümmern. Was ist das? Oh. Ist noch einer. Habe ich mal gezählt, Mann. Wo ist er? Wo ist er? Einfach so. Aber die sind jetzt schon im blinkenden Bereich, also. War bei uns, glaube ich, nicht. Verreck, verreck. Imperialer Sternenzerstörer nähert sich. Sehr gut. Ein Bomber zum anderen. Warum ist jetzt so am Legen? Na, ja, ich glaube, die gewinnen aber. Boah, ich habe echt Probleme, die Gegner hier zu sehen. Wir müssen den Mac 80. Den Mac 80 verschützen. Ach. Feels good, man. Hey. Aber Spinne, das ist unsere Basis hier. Boah. Hey, da war jetzt aber ein Leck. Ach. Was so Spaß hat Spiel. Hier rot an. Hört mir zu. Wir haben immer noch eine Chance.
Ja. Ja. Komm schon. 13 Kills, das ist doch auch was. Mein Spiel leckt gerade wie blöd. Also. Ich weiß nicht, was die E-Fähigkeit macht. Ist jemand an einem gebrauchten Wookie interessiert? Was? Oh, oh, oh. Okay. Diesen TK-Typen, ob das jetzt ein Spieler ist oder nicht, wahrscheinlich relativ oft zu erledigen. So, sehr gut. Ah! Warum geht denn hier auf mich los? Ich bin nur ein Bomber. Ja, alle Helden sind natürlich besetzt, ne? Wir haben immer noch 58 und die haben noch ganz schön viele wenig Leute hier. Feuer Marsch auf deine Aggression gegen. Ah, okay, cool. Boom. Pech gehabt, Kumpel. Oh. Oh nein, ihr verpisst euch. Oh Junge. So. Ah. Ah. Wie bitte? Ich will mich auf den Arm nehmen. Ich bin der perfekte Flieger. Na, was willst du denn drauf bomben, ne? Das ist, glaube ich, die beste Runde, die ich je gespielt habe in diesem Spiel. Schnapp euch den Typen, jawohl. Ja. Gibt eine Menge Punkte am Ende, habe ich dort gefühlt. Boah, ja, ja, gewonnen. Ich war sogar halbwegs gut. Freue ich mich. Das war heute ein wahrhaft großer Sieg für die Allianz. Suck it, Empire. Ach, schön. Schön. Okay, mit diesem Sieg können wir aus der Runde rausgehen und gleich ein paar Karten aufballern oder Geld ausgeben für Helden. Mir fehlt, glaube ich, nur ein, zwei Helden. Und ja, dieser einen Verso Kreuzer, der war wirklich neu, was mir im letzten Part aufgefallen ist. Ist irgendwie so ein Banner jetzt gerade gewesen. Steuere ein Verso und so macht die Gegner damit kalt. So, holen wir uns mal wieder Zeugs ab. Steuerungstest. 10 Minuten alle Sternklasse. Alles klar, Sternjäger meine ich. Okay, das war mit Boba Fett. So, wie viel haben wir? Wir haben. Ach, wegen den Kisten gerade, ne? Kann ich mir beide leisten? 5000 kann mir beide leisten. Unbedeutender Nebencharakter wurde gekauft und ein Verso wurde gekauft. Gut, jetzt haben wir wieder alles. Es kann ruhig wieder was rauskommen. Ich mit ihr irgendwas. Nö. Okay, ich habe auf Level 10 ja einige Sachen. Ich habe ja einige Sachen hier. Ihr wisst schon, was ich meine.
Lass mal gucken, auf Level 10 kann ich ja jetzt, ach, weil die schon Dings ist, ne? Ich kann wahrscheinlich jetzt nur weiße Sachen hochleveln. So, jetzt hier die Regenerationszeitverzögerung beginnt früher als normal. Okay, also ich kann jetzt alles auf grün bringen, ne? Säurewerfer, bleh. Das hier wäre zum Beispiel nicht schlecht. Was haben wir denn jetzt zur Auswahl? Während deine Fähigkeit angezeigt für jeden besiegten Gegner eine Menge geringe Summe. Naja, jetzt lieber das hier. Und warte mal, Waffen kann ich doch. Kann ich jetzt nicht Waffen auch irgendwie hoch? Oder so? Ach, da muss ich jetzt mal wieder Kills kriegen. Nee. So, das hier würde ich gerne upgraden, weil das benutze ich doch relativ. Eine geringe Menge Punkten, was? Ne, das. Wo ist das? Jo, und Topoedo hier. Genug von diesen Dingern, also. Für jeden Treffer, den du erleidest. Du erhältst eine geringe Menge an Punkten für jeden Treffer, den du erleidest. Okay. Schaden durch Explosion und Toxine, das ist doch auch nicht schlecht, ne? Ja, Detonationsladung. Ich kann doch jetzt Sachen herstellen, ne? Aber wenn ich die per Kisten kriege, dann lass mal. Den will ich upgraden. Ladezeit 23, ja. Ich werfe die Dinger jetzt hier gerade aus dem Fenster, ich weiß. Dann haben wir hier Erzählsachen, ja. Also all die Sachen, die ich habe, am besten. Das hätte ich auch gerne. Wenn du feuerst, erscheinst du nicht auf Scanner und versuch hörst Nahkampfschaden. Nahkampfschaden. Oh, lach mit. Nee. Die deinen erlittenen Schaden reduziert und damit deine Überlegungsfähigkeit an der Front steigert. Ach, warum nicht? Ortungsdauer, alles klar. Gut. Habe ich nicht für Vollstrecker irgendwie noch was? Na, verdammt, da ist alles auf Level. Aber ich habe hier was. Gesunder wird schneller regeneriert. Für jeden besiegen und Gegner. Das hier bitte. Also die Raketenwerfer-Typen, ne? Jede Eliminierung halt 13. Warum kann ich die nicht? Ach, da muss ich erst die Karte hochleveln, ne? Ja. Gut, ich weiß nicht, woher man die bekommt, ob man die jetzt durch Matches oder so bekommt, diese Kristalle. Aber was soll's. Da hätte man auch Geld dafür, also Credits benutzen können. Nee, ne? Ja, ich glaube nicht, dass ich die so oft spielen werde. Würde ich mal sagen, tut mir leid. In der nächsten Folge machen wir dann weiter mit irgendeiner normalen Schlacht, also normalen Schlacht, Bodenschlacht. Und ja, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen würdet. Ja, das meine ich auch so. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, hoffentlich. Ciao, ciao. Hasta la vista. Bye, bye.